Ich hatte ja schon gesagt, der Algorithmus funktioniert so, dass quasi jeder Board für sich eine Entscheidung trifft, die auch sehr einfach zu treffen ist. Also Sie können das auch betrachten, so nennen das auch einige als eine ganz simple Methode der künstlichen Intelligenz, wo man halt so ähnlich wie bei Ameisenverhalten oder so die Intelligenz dadurch implementiert, dass man sehr einfache Algorithmen in sehr viele verschiedene Organismen oder Bestandteile, wie Sie wollen, einbaut. Und bei den Boards ist das so, dass Sie hier so einen Board haben und dieser Board hat um sich herum ganz viele andere Boards. Und das soll natürlich auch funktionieren, wenn Sie da Tausende haben. Und da wird es dann ja schon schwierig, wenn Sie das im Computer implementieren wollen, dass Sie einfach viel zu viel zu rechnen haben. Und das ist auch nicht realistisch. Also die Überlegung von dem Reynolds war, dass das im wirklichen Leben auch nicht so funktionieren kann, dass sich ein Vogel in so einem riesigen Vogelschwarm an allen 10.000 anderen Vögeln orientiert. Also ist die erste Entscheidung immer die, dass man nur seine engeren Nachbarn anschaut. Also bei allem, was ich im Folgenden mache, wird es so sein, dass wir um den Board, der gerade dran ist sozusagen, der gerade was entscheidet, so einen Kreis rumziehen mit einem bestimmten Radius. Und der Radius ist dann schon das erste Rädchen, an dem wir später drehen können. Und sagen, uns interessieren nur die Boards, die innerhalb dieses Kreises drin sind. Ja, das ist die erste Entscheidung. Und dann kommen jetzt drei wesentliche Mechanismen, die man auf jeden Fall haben sollte. Und dann kann man noch weitere Mechanismen hinzupacken, die wir im ersten Schritt nicht hinzupacken werden. Die drei wesentlichen Mechanismen schreibe ich erstmal auf und dann gucken wir uns die im Einzelnen an. Da hat Herr Reynolds rausgearbeitet, Cohesion, Alignment und Separation. Also Cohesion heißt sowas wie Zusammenhalt. Alignment kann man vielleicht am besten übersetzen mit Ausrichtung. Und Separation ist im Prinzip das Gegenteil von Zusammenhalt, nämlich Trennung. Die Idee bei diesen drei, sagen wir mal, Kräften, die auf dem Board wirken, ist die folgende. Cohesion, Zusammenhang, sorgt dafür, dass der Schwarm zusammenbleibt. Es muss also irgendwas dafür sorgen, dass die einzelnen Boards versuchen, bei den anderen zu bleiben, dass die nicht irgendwo hinfliegen. Alignment, Ausrichtung, sorgt dafür, dass die alle in dieselbe Richtung fliegen. Ja? Zusammenbleiben heißt ja an sich erstmal noch gar nichts. Wenn sie nur zusammenbleiben haben, dann wird das bedeuten, dass die sich alle auf einem Punkt zusammensetzen werden und dann sind sie froh, dass sie alle ganz eng zusammen sind, aber die sollen ja eigentlich irgendwo hinfliegen. Also muss man auch irgendwas wie eine Ausrichtung haben. Dafür sorgt der zweite Mechanismus. Und der dritte Mechanismus, Separation, sorgt dafür, dass die nicht zu dicht zusammenkommen. Ja? Der ist also, wie ich schon sagte, so ein bisschen dem ersten Mechanismus entgegengerichtet. Was hier jetzt noch fehlt, das ist aber am Anfang gar nicht so schlimm, werden wir feststellen, ist sowas wie, wo soll es denn überhaupt hingehen? Das kann man auf verschiedene Arten implementieren. Wenn Sie jetzt sich an so einen Vogelschwarm vorstellen, da ist es wahrscheinlich so, dass entweder die Route schon genetisch festgelegt ist oder irgendwelche Vögel vorwegfliegen und die anderen denen folgen. Und das sind auch Methoden, die man dann nehmen kann. Wir werden sehen, wenn wir am Anfang die Boards alle zufällig ungefähr in die gleiche Richtung lostapern lassen und dann diese drei Mechanismen anwenden, dann wird sich von selbst schon so eine Art Bewegung ergeben. Aber man kann natürlich da, ich hatte ja schon gesagt, das ist nur der Anfang, man kann da noch diverse Dinge machen. Man kann zum Beispiel sowas wie ein Leaderboard sich bauen, der einem bestimmten Pfad folgt und kann dann dafür sorgen, dass die anderen diesem Leaderboard folgen, wenn sie nah genug dran sind. Und wenn die, die dem Leaderboard nah dran, wenn die, die nah an dem Leaderboard dran sind, ihm folgen, dann werden wiederum die anderen dem folgen und so weiter. Ne? Das ergibt sich dann, viel von dem ergibt sich von selbst, wenn man erstmal die Grundmechanismen hinbekommen hat. Wir gucken uns erstmal diese drei hier an und fangen mal an mit Cohesion, mit Zusammenhalt. Da ist jetzt die Idee die folgende. Sie haben also hier einen Board und gucken sich den Radius seiner Nachbarn an. Sind da überhaupt irgendwelche Nachbarn? Und nehmen wir mal an, es gäbe nur einen Nachbarn. Dann würden wir das so interpretieren, dass der Board das Bedürfnis hat, diesem Nachbarn nahe zu kommen. Das heißt, er möchte eigentlich von da nach da. Er möchte dahin, wo jetzt der Nachbar ist. Im gewissen Sinne verhalten sich die Boards auch immer so ein bisschen blöd, weil die nicht
mit einberechnen, dass die anderen sich ja auch bewegen. Wir machen quasi immer so einen Snapshot und stellen uns vor, da ist jetzt der Nachbar und unser Beut fliegt dahin, wo jetzt der Nachbar ist, obwohl natürlich nachher der Nachbar nicht mehr da ist. Aber das macht nichts, weil die ja alle so ein ähnliches Verhalten haben, wird sich das dann alles wieder ungefähr ausgleichen. Also unsere Vorstellung ist, dass wenn hier so ein Nachbar ist, wir dahin wollen. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen zu simpel dargestellt, weil wir natürlich im Allgemeinen mehrere Nachbarn in unserem Kreis haben wollen. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten hier auch noch einen Nachbarn. Dann müsste man das jetzt natürlich ein bisschen anders lösen, das Problem. Und das wird dann dadurch gelöst, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt zu diesem Nachbarn hier wollte, dann müsste ich mich dahin bewegen. Wenn ich zu dem Nachbarn hier wollte, dann müsste ich mich dahin bewegen. Was würden Sie denn da vorschlagen, was man da am besten macht, wenn man so sich nicht zwischen den beiden entscheiden kann? Eine Vektoraddition. Das würde dann also so aussehen, dass man diese beiden Vektoren addiert und dann hätte man den hier. Klingt schon mal ganz gut, aber ich würde noch eine kleine Modifikation vornehmen. Und dann durch zwei teilen, also den Mittelwert sozusagen bilden von den beiden Vektoren. Ne? Die Richtung, die so in der Mitte liegt, und dann bilden Sie davon den Mittelwert, die Hälfte davon. Also wenn die Richtung zu dem einen Nachbarn, sagen wir mal, V1 ist und die Richtung zu dem anderen Nachbarn ist V2, dann würden Sie jetzt sowas ausrechnen wie V1 plus V2 und das ist ja wieder ein Vektor und den nehmen Sie damit ein Halbmal. Und dann ist es eigentlich auch, wenn man sich überlegt hat, dass das wahrscheinlich sinnvoll ist, sowas wie einen Mittelwert zu bilden, dann ist natürlich auch klar, was passiert, wenn man jetzt noch mehr Nachbarn hat, weil Sie dann einfach die Nachbarn hier noch mit dazu rechnen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel drei Nachbarn haben, machen wir vielleicht nochmal eben. Jetzt haben Sie hier noch einen dritten Nachbarn, der ist hier. Da würde auch so ein Pfeil hingehen, das wäre V3, ist jetzt nicht mehr so schön zu sehen. Dann würden Sie die alle addieren. Und natürlich nicht mit 1/2 multiplizieren, sondern würden in diesem Fall dann mit 1/3 multiplizieren. Dann haben Sie den Mittelwert von allen drei Vektoren genommen. Und damit ergibt sich natürlich auch ganz von selbst so ein Verhalten wie, stellen Sie sich vor, Sie haben, sagen wir mal, 10 Nachbarn, von denen 9 eher rechts von Ihnen sind und einer ist links, dann wird natürlich dieser Mittelwert auch eher nach rechts gehen. Dafür sorgt dann ja sowas wie ein arithmetisches Mittel. Darum werden Sie also so in die Richtung gehen, in der ungefähr die meisten Nachbarn sind. Oder wenn die tatsächlich alle sehr gleich verteilt sind, dann sind Sie wahrscheinlich irgendwo mitten im Schwarm. Dann werden Sie sich für so eine unbestimmte Richtung entscheiden, die an Ihrer jetzigen Richtung gar nicht viel ändert. Das ist die Idee der Cohesion, des Zusammenhangs. Wobei wir vielleicht nochmal so einen kleinen Schritt zurückgehen müssten und uns überlegen müssen, wieso hier überhaupt Vektoren eine Rolle spielen. Also was hier eigentlich passiert. Wenn wir so einen Beut haben, dann macht er ja zwei Dinge oder dann kann man den durch zwei Dinge beschreiben. Das eine ist, der ist irgendwo auf dem Bildschirm. Das heißt, der hat eine Position. Diese Position besteht aus, wie üblich, aus einer X- und Y-Koordinate oder wenn Sie das dann vielleicht später mal dreidimensional machen, aus einer X-, Y- und Z-Koordinate. Und damit wissen wir, wo er ist. Aber der Witz von dem Schwarmverhalten ist ja, dass die sich die ganze Zeit bewegen. Das heißt, so ein Vektor braucht auch eine Geschwindigkeit. Und zwar eine Geschwindigkeit im physikalischen Sinne, also nicht nur eine Zahl, sowas wie 100 Stundenkilometer, sondern auch eine Richtung, in welche Richtung er sich bewegt. Vielleicht entsinnen Sie sich noch aus dem Physikunterricht, dass es natürlich einen Unterschied macht, in welche Richtung eine Geschwindigkeit angegeben wird. Das ist im Englischen leichter, weil man im Englischen dann nicht mehr von Speed spricht, sondern von Velocity. Das ist also Speed mit Richtung sozusagen. Also wir brauchen also eine Position und eine Geschwindigkeit. Vielleicht schreibe ich gleich mal Velocity dafür hin. Das sind beides Vektoren. Und wir können uns das jetzt so vorstellen, dass bevor wir diesen Cohesion-Algorithmus anwenden, unser Beut ja schon irgendeine Geschwindigkeit hat. Der bewegt sich ja schon. Ja? Und die Vorstellung von der einfachsten Form des Flocking-Algorithmus ist, dass das, was wir hier ausrechnen, dieser mittlere Vektor hier, den wir hier ausgerechnet haben, dass das sozusagen die gewünschte Geschwindigkeit ist. Ja? Also wir stellen uns das so vor, jetzt zur Zeit bewegen wir uns in Richtung des grünen Pfeils und die Länge soll andeuten, mit welcher Geschwindigkeit wir uns bewegen. Wir möchten aber, weil wir diese drei Nachbarn haben und diesen Mittelwert ausgerechnet haben, uns im nächsten Zeitschritt sozusagen stattdessen so bewegen. Wir möchten, dass sich unser Geschwindigkeitsvektor von dem grünen zum blauen Vektor ändert.
Was ändert denn Geschwindigkeit? Jetzt kramen Sie mal Ihr Physikwissen wieder raus. Beschleunigung. Genau, das heißt, Sie müssen eigentlich dann, nachdem Sie das hier ausgerechnet haben, das hier, was Sie hier ausgerechnet haben, ist sozusagen die gewünschte Geschwindigkeit, die gewünschte neue Geschwindigkeit. Rechnen Sie einen Beschleunigungsvektor aus. Der Beschleunigungsvektor ist die Differenz von dem, was Sie haben und dem, was Sie wollen. Ja? Wenn Sie den also auf den grünen Pfeil anwenden, müsste der blaue Pfeil rauskommen. Jetzt können Sie sich fragen, warum rechne ich denn da erst überhaupt einen Beschleunigungsvektor aus, wenn ich sowieso schon weiß, was nachher rauskommen soll. Es ist natürlich so gemeint, dass dieser Mechanismus Cohesion ja nicht der einzige ist. Das heißt, jeder von diesen Mechanismen trägt einen kleinen Beschleunigungsvektor bei, die unterschiedlich wirken. Der eine, kann man sich so vorstellen, möchte den Boyd dahin zerren, der andere möchte ihn dahin zerren. Und davon werden wir nachher auch wieder sowas wie einen Mittelwert bilden. Ja, wir rechnen dann sowas wie eine mittlere Beschleunigung aus, die sich auf die momentane Geschwindigkeit des Boyds auswirkt. Also was wir machen werden, ist, wir werden im Prinzip sehr, sehr simple Vektorrechnungen machen. Wir haben Vektoren für die Position, wir haben Vektoren für die Geschwindigkeit. Wir berechnen Vektoren für die Beschleunigung und die wenden wir dann immer an auf die Geschwindigkeit. Und das Ganze machen wir natürlich in so einer Art diskretem Zeitmodell. Normalerweise gibt man sowas wie Geschwindigkeit und Beschleunigung ja immer an in Einheiten pro Sekunde oder pro Sekundenquadrat und wir lassen die Zeiteinheit einfach weg und sagen pro Tick sozusagen. Jedes Mal, wenn unsere Update-Schleife aufgerufen wird, ist das ein Time-Tick. Dann geht das und das heißt, wenn unser Vektor zum Beispiel, wenn unser Geschwindigkeitsvektor sowas ist wie 2, 1, dann heißt das pro Durchlauf der Schleife zwei Einheiten nach rechts, eine nach oben. So kann man sich das dann vorstellen. Oder nach unten, müsste man bei SVG ja sagen. Okay, aber ich hoffe, dass der Cohesion-Mechanismus erstmal grundsätzlich klar ist. Wir gucken uns also die Nachbarn an, den Radius legen wir irgendwie fest, bilden sowas wie den Mittelwert und errechnen diesen blauen, quasi gewünschten Geschwindigkeitsvektor. Daraus berechnen wir eine Beschleunigung und die merken wir uns erstmal. Und jetzt kommt der zweite Mechanismus. Das ist dann Alignment. Da sieht das genauso wieder aus, das Bild eigentlich. Wir haben hier unseren Boyd, wir ziehen um ihn rum einen Radius und sagen, nur innerhalb dieses Radius interessiert uns das, was passiert. Der hat natürlich auch wieder seine eigene Momentangeschwindigkeit. Und jetzt sind um ihn rum wiederum alle möglichen anderen Boyds. Und ich sagte ja schon, dass die... dass es ganz viele Schräubchen gibt, an denen man drehen kann. Zum Beispiel diese Radien, die ich hier immer hinzeichne. Das ist natürlich einer von vielen Parametern, den man ändern kann. Welchen Radius nehme ich? Das muss auch nicht für jeden Mechanismus derselbe sein. Zum Beispiel kann ich für Cohesion einen anderen Radius als für Alignment nehmen und so weiter. Bei Alignment wäre es jetzt wieder so, dass ich sagen würde, okay, ich möchte so fliegen, wie die anderen fliegen. Das ist die Idee von Alignment. Ich gucke mich um bei meinen Nachbarn und so wie die fliegen, möchte ich auch fliegen. Und wenn es nur einen Nachbarn gibt, dann ist die Antwort wieder ganz einfach. Ich gucke mir diesen einen Nachbarn an und sage, so fliegt der jetzt, so möchte ich auch fliegen. Das heißt, die Richtung, die der fliegt, ich gucke mir also dessen Velocity an, wird meine gewünschte Geschwindigkeit. Das wäre bei einem Nachbarn ganz einfach. Und was macht man bei zwei oder drei Nachbarn? Man nimmt den Mittelwert. Ganz simpel. Im ersten Schritt haben wir Vektoren gebildet, die quasi immer von uns zu den Nachbarn hinzeigen und dadurch eine Geschwindigkeit ermittelt. Diesmal gucken wir uns direkt deren Geschwindigkeit an und sagen, die möchten wir auch haben und bilden auch wieder, falls es mehrere sind, den Mittelwert davon. Also ganz simpel, ich schreibe mal hier hin V1 plus und so weiter plus Vn. Das ist dann die Geschwindigkeit, also Velocity des n-ten Nachbarn. Und von dem Ganzen wieder 1 durch n, denn wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir irgendwelche riesen langen Vektoren rauskriegen, die zwar die richtige Richtung hätten, aber viel zu lang wären. Da müssen wir eh nochmal drüber reden, das ist auch wieder eine Schraube, an der wir dann nachher drehen müssen, aufpassen, dass Vektoren nicht zu lang werden, also dass wir nicht unglaubliche Schübe da reinbekommen oder im Umkehrschluss zu klein werden.
diese Mechanismen, die ich jetzt beschreibe, sorgen im Prinzip erstmal für sowas wie die richtige Richtung. Sie sorgen aber nicht unbedingt für die richtige Geschwindigkeit, weil das ja von ganz anderen Faktoren abhängt. Zum Beispiel davon, wie viele Bilder Sie pro Sekunde zeichnen und wie weit Ihre Pixel voneinander entfernt sind. Das kann man ja nicht in so einem Algorithmus fest verdrahten, sondern man muss so ein bisschen ausprobieren, was man da macht. Aber dieser Mechanismus ist, glaube ich, klar, wenn man das verstanden hat da oben. Man rechnet wieder eine gewünschte Geschwindigkeit aus. Daraus kann man dann, wenn man das ausgerechnet hat, wieder den entsprechenden Beschleunigungsvektor ausrechnen, indem man sagt, jetzige Geschwindigkeit, gewünschte Geschwindigkeit, die Differenz davon ist der Beschleunigungsvektor. Das sind alles ganz, ganz simple Vektorberechnungen. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnt hatte, ist Separation. Also im gewissen Sinne das Gegenteil von Cohesion, nämlich dafür sorgen, dass mir die Nachbarn nicht zu nahe kommen oder ich denen nicht zu nahe komme. Hier wieder mein Boy, der gerade dran ist. Und da ziehen wir jetzt wieder einen Radius drum, der ist vielleicht kleiner als die anderen Radien. Da sind jetzt die Boys drin, von denen ich vermeiden möchte, dass ich beim nächsten Schritt an die andocke. Und was rechne ich da aus? Das ist auch ganz simpel. Ich habe im ersten Schritt immer ausgerechnet einen Vektor, der von mir zu dem Boy zeigt. Jetzt rechne ich aus einen Vektor, der von dem Boy zu mir zeigt. Das ist dann quasi die andere Richtung. Ja. Und jetzt muss ich noch überlegen, ich könnte die jetzt wieder alle einfach gewichten. Das würde aber eventuell gar nicht so viel bringen. Weil zum Beispiel, wenn ich zwei Boys hätte, die direkt vor mir sind, einer so schräg links auf 10 Grad und der andere schräg rechts auf 10 Grad. Und ich rechne da den Mittelwert davon aus, dann mache ich gar nichts. Das ist nicht so ganz der Sinn der Sache, sondern was ich möchte ist, dass die Kraft, die mich davon abhält, mit diesen Boys zusammenzustoßen, umso größer wird, je näher ich an die rankomme. Ich kann mir das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so eine magnetische Abstoßungskraft oder so, obwohl das physikalisch nicht ganz stimmt. Darum ist die Idee die folgende. Sie bilden diesmal nicht ganz simpel den Mittelwert über diese ganzen Pfeile. Ich zeichne die trotzdem erstmal rein. Also Sie rechnen sich lauter solche Pfeile aus. Das nennen wir mal V1, das nennen wir V2 und so weiter. Und Sie würden jetzt bei den anderen Verfahren, hätten Sie jetzt einfach diese ganzen Vektoren addiert und dann davon den Mittelwert genommen. Und in diesem Fall machen Sie es so, dass Sie die jeweils noch mit einem Faktor mal nehmen. Und zwar der Kehrwert vom Abstand. Ganz simpel. Dann ist es so, dass wenn Sie dichter dran sind, die Kraft umso stärker wirkt und wenn Sie weiter weg sind, wirkt sie nicht mehr so stark. Das ist ja gerade beim Kehrwert so. Sie messen also den Abstand zum Beispiel von hier, das ist der Abstand D2 und dieser Abstand hier ist der Abstand D1 und dann würden Sie hier ausrechnen 1 durch D1 mal das plus 1 durch D2 mal das. Und dann haben Sie dafür gesorgt, dass diese Vektoren nicht alle einfach addiert werden, sondern sie werden gewichtet. Und je näher Sie dran sind, desto stärker stößt dieser Boyd Sie potenziell ab. Was dabei rauskommt, ist genau wie bei den ersten beiden Schritten auch wieder ein Geschwindigkeitsvektor, aus dem Sie wieder einen Beschleunigungsvektor ausrechnen können. Und dann kommt der eigentliche Mechanismus. Jetzt haben Sie drei Beschleunigungsvektoren ausgerechnet. Die zählen Sie einfach alle zusammen, so wie sich Kräfte addieren in der Physik. Und dieser Beschleunigungsvektor wirkt auf Ihren aktuellen Boyd dann. Und damit berechnen Sie die nächste Geschwindigkeit im nächsten Schritt. Und wenn Sie die Geschwindigkeit haben, können Sie die nächste Position berechnen und dann geht die Schleife wieder von vorne los. Ganz simpel. Ja? Was sollte ich dazu noch sagen? Zwei Dinge. Einmal, was ich am Anfang gesagt habe, das ist nur der Anfang. Man kann sich jetzt überlegen, zum Beispiel Ausweichen von Hindernissen. Sie bauen irgendwelche Hindernisse ein und möchten denen ausweichen. Da können Sie so ähnliche Mechanismen wie Separation nehmen. Aber vielleicht, wenn das zum Beispiel sowas darstellen soll wie eine Betonmauer, dann muss das stärkere Abstoßungskräfte als einer von Ihren Nachbarn haben. Oder, ich hatte schon gesagt, irgendwelchen Liedern folgen. Oder Fluchtverhalten, oder. Also dieses Flocking ist auch etwas, was zum Beispiel in Computerspielen gerne eingesetzt wird. Man hat irgendwelche kleinen Armeen von irgendwelchen Lebewesen und möchte, dass die sich halbwegs realistisch in dem Spiel bewegen, ohne allzu viel Intelligenz da reinzustecken. Dann werden häufig solche Mechanismen angewendet. Und Sie werden sehen, wenn Sie heute die Stundenübung lösen, dass man da schon ziemlich viel schrauben kann. Das ist das eine, was ich noch sagen wollte. Und das zweite, was ich noch sagen wollte, ist, das, was wir hier machen, ist eine stark vereinfachte Version von dem ursprünglichen Reynolds-Algorithmus, der selbst wiederum von ihm noch
weiter verfeinert wurde. Reynolds hat nämlich noch eine weitere Idee dabei gehabt, die eigentlich auch richtig ist, die wir aber einfach weglassen, damit wir nicht zu viel Arbeit haben. Er hat nämlich nicht etwa, wie ich das immer gemalt habe, den Kreis um den Beut rum genommen, sondern er hat sich wirklich vorgestellt, das ist jetzt zum Beispiel ein Vogelschwarm. Und ein Vogel kann natürlich nur auf das reagieren, was er sieht. Das heißt, was er in Wirklichkeit gemacht hat, ist, er hat sich vorgestellt, hier ist mein Beut und hat dann ausgerechnet so ein Kreissegment, was ungefähr so aussieht. Also man kann so nach vorne gucken und hat so ein bisschen periphere Visionen nach rechts und links noch. Und natürlich ist hier dann wieder ein weiterer Parameter, an dem Sie schrauben können. Wie groß ist der tote Winkel? Also welchen Winkel Alpha nehmen Sie hinter dem Beut, den er nicht sehen kann? Das wäre schon die nächste Stufe der Komplexität, die man einbauen könnte. Machen wir aber erstmal nicht, damit wir nicht so viel zu tun haben, sondern wir begnügen uns erstmal einfach damit, dass wir diese drei Mechanismen hier oben implementieren. Dann werden wir sehen, dass wir schon halbwegs hübsches Verhalten hinbekommen. Und dann können wir ja noch weiter spielen, wenn wir Lust haben. Das Ganze ist so, dass ich jetzt denke, mit der Erklärung und ein bisschen Recherche sollten Sie eigentlich in der Lage sein, das alles selbst zu bauen. Allerdings würde ich dann nicht sagen, mal eben in einer Stunde, in einer Stundenübung, sondern Sie sind alle unterschiedlich schnell beim Programmieren und man will ja auch nicht immer unbedingt irgendwas unter Zeitdruck machen. Darum habe ich das jetzt in drei Teile zerlegt, diese Stundenübung, in der Hoffnung, dass ich Sie sozusagen zwischendurch immer wieder so ein bisschen einfangen kann und wir alle ungefähr dasselbe machen. Darum ist das jetzt so ein bisschen so eine gelenkte Stundenübung, so nach dem Motto, machen Sie das mal ungefähr so, wie ich das gemacht habe. Das raubt Ihnen vielleicht so ein bisschen Ihre eigene Kreativität, aber kann vielleicht eher dazu beitragen, dass wir später auch vergleichen können, was wir hinbekommen haben. Und die erste Stundenübung können Sie sich schon mal runterladen, ist, dass wir, das sollte jetzt wirklich recht fix gehen, dass wir einfach erstmal so ein paar ganz simple Vektorrechnungsmechanismen uns bauen, die wir später brauchen werden.